vier Prinzessinnen gesucht, die vereinsam und schreitet unaufhörlich voran bei der Regentin eines Zwei-Ständesystems, des Königreiches der Tausend, Hypatia der Ersten. Sie findet kaum noch Zerstreuung. Selbst ihr Lieblingskünstler monologisiert mittlerweile ausschließlich im Netz vor sich hin. Keine Ausnahmen, keinerlei Auftritte mehr. Selbst vor der Regentin im Rücken. Der spritzigste Rotwein schmeckt schal, das Volk ist Lichtjahre entfernt, und ihr einziger Sohn und Wunschnachfolger macht Probleme. Klar, auf der Schule ist er gut, der blasse Herold. Er hat auch seine ersten militärischen Erfolge erzielt und ist ein guter Pilot geworden. Seine Freunde achten ihn. Er hat viele Verehrer. Was Hypatia jedoch ein bisschen nervös macht, ist, dass er sich absolut null für das andere Geschlecht interessiert. Mit seinen mittlerweile stolzen 18 Jahren hatte er noch nie eine Freundin. Die Königin ist so ziemlich die letzte, die mit ihrem Sohn darüber reden kann. Das Verhältnis der beiden ist steril. Bei den gemeinsamen Abendessen spricht ihr Hoffnungsträger ausschließlich über Politik und Militärtechnik. Hypatia lauscht dann gelangweilt zu und wirkt einen bis nach dem anderen runter. Spricht sie das Thema durch die Blume an, weicht Herold sofort aus und zieht es ins Lächerliche. Die Königin muss handeln. Ein wichtiger Termin steht kurz bevor. Theodos Noxius, ihr Leibarzt, ist zusammen mit dem Chef der Leibgarde, Chrysostorhelm Strahl, geladen. Vor 2 Wochen hatte sie beide über ihr Problem informiert. Jetzt ist sie sehr gespannt auf die Lösungsvorschläge ihrer altgedienten Untertanen. Am nächsten Tage also, pünktlich um 9, hat er sich eingefunden. Dr. Theodos Noxius, Klonspezialist, Leiter des Intensivmedizinischen Instituts Lüpoi und Leibarzt ihrer Majestät. Fesch hat er sich gemacht, sieht adrett aus. Ein alter Mann in Uniform nähert sich. Es ist der mittlerweile 91-jährige Altgardist Chrysostorhelm Strahl, persönlicher Vertrauensmann des Regenten und Chef der königlichen Leibgarde. Die beiden begrüßen sich kurz und treten danach gemeinsam in den privaten Besprechungssaal des Palastes in Lüpora vor die imperiale Krone. Beide verbeugen sich. Hypatia sieht ihren Leibarzt an und fragt so: Mein lieber Herr Doktor, was haben Sie uns mitzuteilen? Geliebte Gebieterin, ja, ich habe Ergebnisse, beginnt Noxius. Helmstrache lauscht gespannt. Ihr kleines, ich will es mal so formulieren, Problemchen, lässt sich leicht korrigieren. Nach meiner Untersuchung steht fest, es gibt keinerlei Anzeichen für, Sie wissen schon. Hypatia nickt erleichtert. Deshalb habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Königin lehnt sich etwas nach vorne. Noxius fährt fort: Laut meinen genetischen Untersuchungen wäre etwas frischer Wind von Vorteil. Sie wissen, die Parkinge sind von ausgezeichneter Integrität, zumindest was das betrifft. Hypatia zieht die Augenbrauen nach oben. Sie fragt nach: Wie meinen? Selbst Helmstrahl dreht sich nun Richtung Noxius. Nun, genetisch betrachtet, so möchte ich sagen, habe ich die perfekte Kandidatin bereits gefunden. Was noch dazu kommt, wäre die politische Dimension. Bis jetzt klingt das alles recht vielversprechend, mein Lieber. Ich höre. Schallt es vom Thron herunter. Noxius macht es spannend: Nun, mir ist zu Ohren gekommen, an dieser Stelle sei mein Dank an Generalmajor Rebelkov und Regent Jurewitsch erlaubt, dass der neue Kanzler der Parkinger, dieser Eiwindel und Baden, eine Tochter im heiratsfähigen Alter besitzt. Aha, meint Hypatia kurz. Auch Helmstrahl ist ganz Ohr. Die junge Eiwindel und Baden, gerade mal 17 Jahre alt, ist eine exzellente Kandidatin für ihren hochwohlgeborenen Sohn. Mit diesen Worten tritt Noxius vor und übergibt der Königin ein Bild der Schwiegertochter in Spee. Hypatia setzt eine anerkennende Miene auf. Die hübsche blonde Parkingerin überzeugt. Seit unserer letzten verbindlichen Kontrolluntersuchung steht fest, dass sie eine ausgezeichnete genetische Integrität besitzt. Sie ist zudem klug und kreativ. Diese junge Parkingerin passt ideal. Hypatia ist beeindruckt von Noxius' Vortrag. Sie antwortet: Ausgezeichnete Arbeit, mein lieber Theo. Das hört sich alles sehr gut an. Ich bin mehr als zufrieden. Sie schnippt mit den Fingern eine Parkingerin auf dem Thron. Das ist unser endgültiger Sieg. Wie ist die weitere Vorgehensweise? Was schlagen Sie vor? Noxius antwortet zögerlich: Nun, es gibt da leider ein kleines Problem. Man munkelt, dass Ihr Vater, Eivind,
sehr nahe im Umkreis zu Westerburg anzutreffen ist. Hypatia sperrt die Augen auf. Was wollen Sie damit sagen? Faucht sie. Nun, antwortet Noxus, es ist wahrscheinlich, dass er sich schlicht weigert. Sie sind sehr freiheitliebend, diese Pack. Hypatia unterbricht schroff. Was hat dieser Blödmann zu melden? Musste gefragt werden? Nein. Seine Tochter wird Königin. Für sie wird Realität, wovon andere nur träumen können. Schafft sie her, meine Schwiegertochter. Auf der Stelle. Mir gleich, wie ihr das anstellt. Ich verlasse mich hier auf sie, Helmstrahl, dass es unter uns bleibt. Dieser salutiert sofort. Seine Königin ist in Rage, erhebt sich, die Öffentlichkeit wird informiert, wenn sie sich erst einmal verliebt haben. Die Verlobung wird medienwirksam ausgestrahlt. Dann wird dieser Depp da drüben schon seinen Segen geben. Froh kann er darüber sein, sich alle 10 Finger abschlecken, der Wilde. Hypatia wirft eine Hand in die Luft, lässt sich dann in ihren Thron fallen und wedelt die Anwesenden abschließend nach draußen. Damit ist die Besprechung beendet. Beide Teilnehmer verbeugen sich tief und rollen sich brav von dann.